Vater, wir rechnen damit, dass wir die wichtigsten Dinge dieser Entwicklung in Offenbarung von dir bekommen. Das, was immer über diese Welt kommen mag, dass wir die Geschichte verstehen, dass wir diese Möglichkeiten nutzen können. Und lass es durch uns geschehen, dass wir hier hineinfinden als Organismus in vereinter Herrlichkeit und Kraft. Gib uns noch einmal diese Energie zu reden, zu hören, zu verstehen. Gib die Kraft der Offenbarung, der Weisheit durch deinen Geist. Danke für das Große und Gewaltige, das du hier wirkst. Amen. Gut, wir gehen jetzt in die letzte Verkündigungsrunde. Ich habe nochmals vieles rausgeworfen, aber das muss so sein. Wir wären nachts um 12 noch hier, das ist so. Wenn man diese Dinge mal sieht, als kleiner Prediger, hast du Stunden, bis du etwas siehst, und als alter Prediger hast du Stunden, bis du alles wieder weg hast, was du zu viel siehst. Beides ist ein Leiden, ein Kreuz. Gut. Ich schließe dort an, wo wir waren, dass wir die Weltlage verstehen. Ihr müsst einfach wissen, Gott kommt zum Ziel. Das ist der Punkt. Wir denken immer, wenn wir nicht, dann kommt auch Gott nicht. Aber das stimmt nicht. Ist einfach, wenn wir nicht, dann Gott auf andere Weise. Aber er kommt zum Ziel. Wisst ihr, wenn Gott gesagt hat, dass er letztlich alles in allen wird und alles in allem, ist das schon ein gewaltiges Programm. Und da haben wir nicht sehr viel mitzureden. Aber Gott wollte immer, dass wir mitreden. Gott wollte immer, dass wir hören, was er sagt, dass er uns offenbaren kann durch den Geist der Weisheit und Offenbarung, worauf er hinaus will, dass wir wie kleine Kinder begeistert sind davon, Ja sagen und sagen, komm, komm, lebendiger Gott, komm und tu das mit uns. Und genau das hat uns der Teufel vereitelt mit all dem Spuk hier unten, mit all diesem Gehabe, mit all diesen Weltlüsten und Lügen und Egoismen. Und darum eben diese gewaltige Nummer, in die wir da hineinkommen. Aber ich will es mit den Worten Jesu anzeigen, was das Ende sein wird. Das, was jetzt kommt oder was schon am Geschehen ist, wir predigen ja das seit Jahrzehnten, dass das kommt, was jetzt da ist. Ja? Man hat uns immer als Sektier oder Spinner oder was weiß abgetan, als wir sagten, jetzt geht es dann drunter und drüber. 10.000 Prediger haben mich verfolgt dafür, als ich sagte, jetzt geht es richtig ab, jetzt geht richtig die Post ab, jetzt geht alles durcheinander, Sprache der Wolken und so weiter. Aber Tatsache ist, es hat sich ereignet und jetzt kommt das empor und ich will dir einfach sagen, wohin es führt, was das Ziel ist. Gott hat nicht im Sinn, uns zu töten. Gott hat nicht im Sinn, die Menschheit einfach auszurotten, der Menschheit keine Chance zu geben, sondern das ist die Chance, eben einfach eine andere. Aber die Zielrichtung jetzt, Jesus sagt in Logia 25, Thomas Evangelium wieder, das ist das Ziel, auf das er hinarbeitet. Liebe deinen Bruder wie deine Seele, hege ihn wie deinen Augapfel. Daraufhin läuft das Ganze hinaus. Wenn er sagt, deinen Bruder, dann denkt er nicht an deinen leiblichen Bruder zu Hause. Ihr seid meine Brüder, hat er gesagt, das hat er zu den Menschen gesagt. Wir sind alle Brüder untereinander. Die ganze Welt ist eine Bruderschaft. Ja. Also wenn er sagt, liebe deinen Bruder wie deine Seele, hege ihn wie deinen Augapfel, dann sagt er damit, dein Bruder ist dein Augapfel. Dein Bruder ist ein Stück deiner Seele. Du kommst an ihm nicht vorbei. Ja. Und Galater 5,14 fasst zusammen, was das Ziel ist dieser Katastrophen. Und sie sind jetzt wirklich da und sie werden noch krasser. Glaubt, es werden noch krasser. Wir werden natürlich immer um Herrlichkeit und Erweckung beten, wie wir können und alles tun, um das so angenehm als möglich zu gestalten. Aber so oder so wird dieses Ziel erreicht werden. Galater 5,14 sagt er, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort vervollständigt oder erfüllt. Indem, und jetzt lese ich es genau, gerade in der neuen Version, du wirst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Das ist eines der wichtigsten Worte überhaupt, das ist das Programm, auf das Gott hinarbeitet. Wir kennen es nur in der Version, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, haben wir aber nicht getan.
unter dem Aspekt, du sollst, und wie mich selbst schon gar nicht, ich komme vor, hat der Mensch gesagt, aber das Ziel ist, du wirst deinen Nächsten noch lieben als dich selbst, und zwar indem diese Krisen da draußen so krass werden, bis du spürst, dass du allein diese Häuser nicht aufbauen kannst, die in Schutt und Asche liegen, dass du allein die Gesellschaft nicht wiederherstellen kannst, die hier aus dem Ruder läuft, dass du allein mit diesem Nihilismus und allem, was hier zerstörerisch ist, nicht zurechtkommst. Aber es kommt an dich, dass du allein die Finanzkrise, deine Existenz nicht retten kannst, wenn du nicht Hilfe bekommst. Und plötzlich, du hast immer so gelebt, und davor war der Fernsehapparat oder irgendwas, ich rede jetzt ein bisschen allgemein, oder? Davor war das Handy, oder? Irgendwie so gehen doch heute die Leute, sehen nur noch das und das da drüben, was sie sich ausgewählt haben. Plötzlich beginnst du rund um dich herum zu schauen, wer könnte mir jetzt helfen? Das Handy stellt dann wahrscheinlich irgendwann ab, irgendwann ist Ende dort. Und dann merkst du plötzlich, was habe ich eigentlich gelebt? Ich habe immer so gelebt, wenn ich auf die anderen nicht angewiesen wäre. Habe vergessen, dass ich keine Gabel in den Mund stecke, die nicht ein anderer für mich produziert hat. Habe vergessen, dass nicht irgendetwas von da draußen, von diesen großen Dingen, die du gebrauchst, nimm dein Auto, nimm dein Fahrrad, nimm deine Möbel, nimm dein Essen, dein Trinken, alles, was du hast, merkst du, wird dir von anderen zugeschoben. Stimmt doch, oder? Plötzlich merkst du, das sind meine Brüder. Und plötzlich merkst du den Schmerz. Ich sage dir, wenn das noch weiter so abgeht, wirst du den Schmerz in der Seele erleben, was es heißt, in dieser Verlorenheit zu stecken, wo die Menschheit ist. Jetzt noch, solange wir unsere Genussmittel haben, unsere Ausflüchte und alles, können wir flott am Nächsten vorbeigehen und können das Gebot übertreten, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja? Wir machen es einfach nicht, oder? Aber wenn das kommt, die ganz großen Wehen und Leiden, plötzlich spürst du, weil das eben das Quantenfeld ist, plötzlich ist der Schutz weg, wo die Leiden direkt an dich kommen, wo du plötzlich realisierst, der Nächste ist dein Körper, der Nächste ist dein Auge. Plötzlich merkst du, wenn es dunkel wird, es ist nicht deine Dunkelheit, sondern es ist unsere Dunkelheit, es ist unser Leiden, unser Schmerz. Ich hatte mal diese besondere Erfahrung, vor vielen Jahren war das, da sind wir am See da in Rorschach spaziert und plötzlich realisierte ich, dass von 100 Leuten, die mir entgegenkamen, das ist da gerade ein paar Kilometer von hier, ja, dass 100 Leute, von 100 Leuten, die mir entgegengingen, maximal noch 10 oder ich weiß nicht wie viel, so eine Hautfarbe hatten wie ich oder vielleicht noch 5 oder so, die Sprache gesprochen habe, die ich spreche, also als Schweizer, ja. Plötzlich realisierte ich, dass hier was schief läuft. Das ist lange, bevor wir all diese Sendungen und Klar-TV und alles machten. Und dann machte ich eine Erfahrung, ich kam in Wehen rein. Völlig ungesucht. Ich war noch nie Patriot, gar nichts dergleichen. Und plötzlich eines Morgens, es war freier Tag sogar, liege ich in meinem Bett und komme unter ein Heimweh, dass mir die Seele geborsten ist. Ich denke, es reißt mich in 1000 Stücke. Das kam einfach, das ereignete sich. Ja. Das war eine prophetische Mitteilung. Ich erlebte, was es bedeutet, wenn die Menschen erwachen aus ihrem Traum, aus ihrer selbstgebastelten Ehewelt und realisieren, meine Heimat ist weg. Ich habe kein Zuhause mehr, ich habe kein Land mehr, ich habe kein Volk mehr, ich habe keine Nation mehr. Ich bin unter unzähligen Menschen, die ich nicht kenne, oder? Und das war so ein Schmerz. Ich habe gleich ein kleines Broschüre daraus gemacht, geschrieben, und habe gesagt, kämpft darum, wenn das Heimweh einfährt, ist es zu spät. Das ist so ein kleines Muster, was es bedeutet, wenn Dinge, die dich nie berührt haben, ich war noch nie ein Nationalist oder so, ein Schweizer Liebhaber, irgend sowas, ich war immer schon irgendwie international gepolt, ich habe mich immer in Deutschland wohler gefühlt als in der Schweiz. Wenn wir picknickten, habe ich mich unter den Ausländern immer wohler gefühlt als unter den Inländern. Ich war gar nicht der Mann, der sowas erlebt, aber es war so krass, das hat so wehgetan. Warum? Ich habe die Leiden der Menschen gespürt. Plötzlich waren es meine Leiden. Und hätte Gott das nicht abgestellt, ich weiß nicht, wie ich das überstanden hätte, was ich da gemacht hätte. Es war einfach nur grauenhaft. Und das erzähle ich nur stellvertretend, um dir zu sagen, so läuft es, wenn
Gottes Geist mal die Massen zu kneten beginnt, plötzlich wirst du fremder Leiden teilhaftig. Plötzlich ist es dein Problem, plötzlich kannst du es nicht mehr isolieren. Und was noch krasser ist, eben Gott stellt mich in eine Arbeit, wo er mir von Anfang an ins Stammbuch schreibt. Das ist ein Wissen, wie die Vögel wissen, sie fliegen in den Süden, wusste ich, das ist die Rehabilitationsarbeit unter Drogensüchtigen, psychisch Leidenden und anderen notleidenden Menschen, das ist meine Existenz. Da komme ich nicht raus aus der Nummer, es sei Gott, offenbart sich mir erneut. Das ist einfach so ein Wissen, das wirst du alles erleben in diesen kommenden Zeiten. Und dann beginnst du fröhlich zu rehabilitieren, predigen und alles, und dann geht es immer weiter runter und runter und runter. Das Endergebnis ist die OCG, weißt du das? Ich habe dort, weil ich nicht wegrennen konnte, nicht wegrennen durfte, weil Gott sagt, das ist dein Platz und ich werde dir da zeigen, was Organismus ist. Plötzlich erlebte ich die Schicksalsgemeinschaft, plötzlich kam es zur Offenbarung, du bist ich und ich bin du. Plötzlich realisierte ich, in diesem Haus drin geht es mir so lange richtig hundsmies und dreckig, bis ich das Problem meines Bruders gelöst habe, bis ich ihn als mich selbst liebte. Oder die Schwester. Versteht ihr den Unterschied? Ein gewöhnlicher Prediger predigt, hat seine Gemeinde, geht nach Hause und nimmt den Braten aus der Röhre. Und das war's. Und dann lebt er die Woche über wieder irgendwie. Und dann steht er wieder auf der Kanzel am Sonntag und macht vielleicht ein paar Pflichtbesuche. Das ist was ganz anderes, wenn du realisierst, wenn Gott dich in diese Lektion reinführt, wo du tatsächlich die Leiden der anderen kassierst. Und ich rede jetzt da hier gerade mal von mittlerweile 35 Jahren Tag- und Nachterfahrung, wisst ihr das? Und wenn du mich immer wieder siehst, jemand hat das heute gerühmt, dass ich immer wieder dastehe, das hat einen ganz speziellen Grund. Ich weiß, wenn ich dich nicht hochkriege, geht es mir dreckig, hundsmiserabel. Es geht mir so wie dir. Weil das voll rüberkommt, immer mehr. Je älter ich werde, je reifer ich im Geist werde, desto mehr spüre ich die Leiden der Menschen, weil die Wirklichkeit immer mehr durchbricht. Und ich kann da nicht ausweichen. Ich kann mir das nicht wählen. Ich kann nicht sagen, ach, lieber Heiland, lass doch ihre Sorgen sein, die meinen. Nein, ich kann da beten, was ich will. Die Wirklichkeit ist, wir sind ein Körper. Das ist die Wirklichkeit, das ist keine Philosophie, das ist keine Ideologie. Ja? Und darum sage ich dir, ich kämpfe seit 35 Jahren Tag und Nacht, weil ich spüre, eure Leiden, eure Mängel, alles, was ihr habt, tausende von Dingen, die hatte ich schon 1983 völlig, völlig bewältigt, völlig erledigt, da war ich schon mit Flügeln so unterwegs. Oder? Und seit Jahrzehnten kommt Welle um Welle und ich spüre, worin ihr seid und kämpfe darum, um was, das, was ich die ganze Zeit hier mache, dass ihr begreift, dass jeder hier drin begreift, du bist zum Leben bestimmt, du bist zu einem Gottesleben bestimmt, du bist zu einer Vollkommenheit bestimmt, du bist bestimmt mit ihm zwar in deiner eigenen Regie ans Ende zu kommen, aber dann mit ihm aufzustehen, in diese Gottesnatur, in die göttliche Natur hineinzukommen, wo du herrschst im Leben. Wo nicht mehr du beherrscht wirst, weder von deinen Gefühlen, noch von deinen Gedanken und Logismen, weder von deinen Lüsten, noch Ängsten und Bedrängnissen, wo dir das alles wirklich einerlei ist, weil du immer dasselbe erlebst. Du bist Mensch, du hast in dir keine Ressourcen, keine Quellen, also keine eigenen Möglichkeiten. Du kommst ans Ende und dann beginnst du zu herrschen über all die Dinge, die dein Leben beunruhigen, ängsten, einsperren, quälen, binden, peinigen, auf welche Weise auch immer. Und eben der Punkt, das Sahnehäubchen ist, du wirst wie ich und da kannst du nichts dran ändern. Du wirst, die ganze Welt wird in die Situation geführt, wo das Leiden deiner Mitmenschen zu den deinen wird, so wie ich das seit Jahrzehnten erlebe. Es kann nicht, nicht mehr, ich kann nicht entfliehen. Es gibt kein Entfliehen. Ob ich im Urlaub bin oder im Einsatz, das war schon vor Jahrzehnten so, bin ich in Amerika, am Übersetzen eines Buches, die Zita zu Hause, Krise, gell? Da kommt das Telefon, sage ich, Zita, wie läuft's? Das habe ich in Amerika 1:1 mitgekriegt, ja. Als wir noch ganz hart in der Rehabilitationsnummer drin hängten, da war es Gewohnheit, wenn nachts um 3 oder so das Telefon klingelte oder so, oder 4 Uhr, war es Gewohnheit, keine lange Vorrede, keine lange Diskussion oder Erklärung oder Fragen. Da konntest du unter Umständen den Hörer abnehmen und hören, jetzt ist aber genug, jetzt hörst du auf der Stelle auf damit.
Erinnerst du dich? Sie nickt. Das ist Jahrzehnte her, sie weiß es aber immer noch, oder? Warum? Mitten in der Nacht, du weißt, jemand hat die absolute Unglaubensnummer oder irgendeine Krise, eine absolute Krise und verheddert sich da drin, steigt nicht ins Wesen Gottes rüber, rennt davon oder was auch immer. Ich sage es nicht, dass du das da warst in dieser Situation, aber das Prinzip läuft so, oder? Du spürst, wenn jemand nicht herrscht, kommt plötzlich das zu dir rüber und du nimmst eins zu eins wahr, was der andere leidet. Und entweder kriegst du ihn hoch mit ermutigenden Worten oder er kriegt dich runter in seiner Krise, in seiner absoluten Nullstunde reißt er dich mit runter. Und daher kommen dann diese wunderschönen Botschaften, diabolischer Unglaube und all diese Dinge. Es waren alles knallharte 1:1 Erlebnisse, wo du merktest, du musst nicht mehr sprechen miteinander. Du wusstest zu jeder Zeit, du konntest zu jeder Zeit sagen, wer wo steht und du kamst da nicht raus. Ja. Und so erweitert sich der Kreis und ich möchte euch einfach vorbereiten und sagen, das kommt über die Welt. Wir können mit Gott surfen, wir können das lieben, wir können erkennen, dass wir seine Natur sind, dass wir zu dem berufen sind. Wir können aktiv eine Stranderfahrung machen, geistlich in Herrlichkeit, können uns geistlich aufs Surfbrett stellen und das genießen, dass Gott die Probleme löst. Das machen wir übrigens täglich mit KlarTV, ne? Jeden Morgen hörst du Nachrichten, kommt das Kreuz, bam, da hast du wieder eins im Schädel. Wir machen neuerdings Wetten. Wenn nicht in der 2 Sekunden mindestens 1 bis 2 schlechte Dinge gesagt werden, schlechte Worte, der hat gewonnen, oder? Du kannst, wenn du Nachrichten hörst, immer in der ersten Sekunde schon hast du mindestens eine Ohrfeige, oder? Das ist das Kreuz. Und da geht es runter und dann siehst du, was auf dich zukommt. Diese Totalkrise, diese totale 666-Nummer und alles, du hängst da drin. Und da geht es richtig runter, jeden Tag, oder? Und dann steigst du ab, kommst dann ans Ende der eigenen Möglichkeiten und dort kannst du dich entweder frustriert auf den Boden werfen, vor Gott jammern, Gott anklagen oder irgendwelche stumpfsinnigen Gebete beten ohne Glauben oder aber du kannst dich jeden Tag erinnern, ich bin nicht einfach Mensch, ich bin eine neue Natur, ich bin eine neue Schöpfung, Christus wohnt in mir, der Vater wohnt in mir, der lebendige Gott wohnt in mir, jetzt gehen wir das an. Und das ist eine wunderbare geistliche Surferfahrung, dass du diese Nullstunden, diese tiefen Nullstunden nutzen kannst. Wenn sie geschehen, stehst du einfach still und weißt so, das war's wieder, da geschieht jetzt was, hier geht es jetzt wieder weiter. Und schon vor Jahren habe ich gesagt, so jetzt der Medien-Goliath, der kommt jetzt auf die Rechnung, jetzt beginnen wir die Medien runterzureißen. Das war noch eine Zeit, als ich selber noch Hochachtung hatte vor diesen Gesellen. Ja. Das war so tief drin im Blut. Oder? Aber irgendwann machst du einen ersten Schritt in diese Richtung und heute wanken diese ganzen Gebäude, die wanken so hin und her wie bei einem riesigen Erdbeben. Kriegt ihr das überhaupt mit? Ja. Siehst du, und das hat uns Jesus beigebracht. Schlagen wir mal Johannes 5, Vers 19 auf. Jesus hat uns das vorgelebt, vorgesprochen, vorgebetet, möchte ich fast sagen. Johannes 5, 19 bis 20. Da sagt er, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Siehst du, das ist wie so ein Leitbuch, wie so ein Leitfaden, wo er dir die Gottessohnschaft erklärt. Ja? Wie so ein Portfolio, verstehst du? Du bist der Sohn, lies dich als Sohn, denk nicht immer an Jesus. Wenn er sagt, der Sohn kann nichts von sich selber tun, redet er von dir. Oder? Er kann nichts von sich selber tun, außer was er den Vater tun sieht. Also ich lerne jeden Moment des Lebens sagen, Vater, zeig mir, was du tust. Aber nicht damit er es tut und ich äffe es nach. Ich bin ein Zugleichwirker. Gott gibt mir den Eindruck, so wie wenn du in deinem eigenen Kopf überlegst, ah, jetzt gehe ich einkaufen. Siehst du es? So siehst du es zuerst in deinem Kopf, ah, ich gehe einkaufen und dann machst du es. Und so gibt der Vater dir einen Eindruck, was er tut, und dann tut er es aber in dir und du tust es zugleich. In dem Moment, wo du siehst, was der Vater tut, wenn er sagt, jetzt gehen wir da und dahin und tun das und das, beginnt gleichzeitig sein Geist zu wirken und du steigst mit ihm ein und von diesem Moment an kommt die Kraft, um das zu tun, was er tun will. Aber du musst fragen, was tust du, Vater? Und dann kommt seine Lust über dich, dann kommt seine Freude über dich, seine Energie und seine Willigkeit, ja?
Aber der Sohn kann nichts von sich selber tun, was er nicht den Vater tun sieht, denn was irgend der tut, das tut zugleich auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Ja? Und er wird ihm wesentlichere Werke als diese zeigen, auf das ihr euch verwundert. Das ist das Programm, das Jesus uns vorgebetet hat. Ja? Und die Apostel haben genau das übernommen, Kolosser 1, 26 bis 28. Er sagt, Paulus sagt, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen sei. Welches ist Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir, und jetzt passt wieder gut auf, jetzt sind wieder alle Menschen mit eingeschlossen, den verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit und dass wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wie lebt man vollkommen? Der Punkt ist, du musst ans Ende kommen. Das ist der ganze Punkt, das ganze Geheimnis. Ja? Wir haben aus dem Kreuz einen Kult gemacht. Wir hängen die Kreuze an die Wand. Wir zelebrieren sie in irgendwelchen Prozessionen. Wir reden vom Kreuz. Wir beten den Gekreuzigten an, mit oder ohne Kreuz. Ja? Wir drehen um das Kreuz, wie wenn es nichts mit uns zu tun hätte. Und dabei hat Jesus uns damit das Wesentlichste geoffenbart, worauf es ankommt. Ich sage es wieder. Es geht darum, du kannst aus dir selber gar nichts machen. Aber wenn du das gut heißt, wenn das nicht mehr deine Not ist, deine Krise, nicht mehr deine Abwehrkräfte mobilisiert, sondern deine Lust wird, weil du merkst, das ist der Durchgang, das ist der Weg, das ist der Prozess, das ist es, worauf es ankommt und daraufhin wollte Jesus gehen. Ja. Es ist die Tatsache, wie er das Kreuz geoffenbart hat, vergleichbar mit der Entdeckung irgendwelcher Entdecker, die etwas in die Welt gebracht haben, sagen wir die Entdeckung der Radiowellen oder der Elektrizität, wenn man an Edison denkt oder an Tesla oder wie die Erfinder immer hießen, dann haben die Leute, Thomas Edison zum Beispiel, eben, die haben dann die Glühbirne und ich weiß nicht was alles erfunden. Und von dem Moment an konntest du darauf zugreifen. Das will ich dir damit sagen. In dem Moment, wo diese Erfinder gekommen sind, kannst du darauf zugreifen. Aber ich sage mal, mit der Verherrlichung von Edison wird kein Raum helle. Verstehst du den Unterschied? Ja? Mit den Entdeckungen eines James Watt, der hat die Dampfmaschine erfunden, da fährst du keinen Meter, wenn du den Mann verherrlichst, wenn du Bücher über ihn schreibst, wenn du einen Kult um ihn treibst, wenn du eine Modelllokomotive ins Zimmer stellst oder was auch immer. Verstehst du? Wir können die Menschen ehren, das ist okay so. Wir können Danke sagen, danke, dass ihr das für uns durchlitten habt. Ihr habt uns diese Erfindungen gebracht. Oder Tesla, der wird ja hochgejubelt heute. Ja? Aber warum? Ist dasselbe wie bei Christus. Es nützt nichts, die anzubeten, die zu verherrlichen, Kult um sie zu machen. Du musst ihre Pläne lesen und musst das Ding bauen, was sie gezeichnet haben. Du musst denselben Weg gehen, den sie gegangen sind und musst es umsetzen. Das ist der ganze genaue Punkt. Seht ihr, und darin gipfelt für mich dass die Tiefe des Evangeliums. Was wir suchen, ist im Grunde genommen immer wieder eitle Religiosität. Wir suchen irgendwelche Lebensgefühle. Irgendwelche magischen Lebensgefühle, und haben das Gefühl, du wirst Gott gleich oder Gott ähnlich, indem du das zu fühlen beginnst und beginnst dich in Meditation zu versenken. Das ist okay, aber du wirst merken, eines Tages wirst du von dieser Säule kippen, wenn du einfach denkst, du kannst allein durch Meditation, durch Licht und Liebe, kommst du zu irgendwelchen Auferstehungserfahrungen. Es stimmt nicht. Es mag ein Weg sein, der dahin führt, und zwar dann, wenn es dir verleidet ist auf dieser Säule oben. Wenn du lange genug so gemacht hast, du merkst, die Welt versinkt, der Arsch wird nass vom Wasser, das steigt. Verstehst du das? Und irgendwann kommst du von der Säule runter und sagst, fertig, Schluss mit Licht und Liebe. Da gehört mehr dazu. Du musst ans Ende kommen. Jeder auf seine Art. Wir brauchen keine religiösen Gefühle. Sehr
sehr wenig religiös, was Gott hier mit uns tut. Sterben hat wenig mit Religiosität zu tun. Auch die jüdische Gesetzestreue brauchst du nicht. Die Leute versuchen auf alle, jede erdenkliche Weise das Kreuz zu umgehen. Fast die ganzen Religionen, was du siehst, was nicht funktioniert, ist immer deshalb, weil man auf andere Weise zur Fülle kommen will. Das Programm innerlich, so wie es Christian erklärt hat am Morgen, das hast du intuitiv noch in dir. Du spürst, dass du zur Natur Gottes, zur Auferstehung berufen bist. Du spürst das, du weißt das intuitiv. Also suchst du in diese Richtung, aber der Teufel spuckt uns immer wieder was Neues ins Hirn, dass wir irgendwie denken, wir brauchen irgendeine indische oder chinesische Voraussetzung, oder? Dass du irgendwie zu einer höheren Empfindung kommst, zu einer höheren Schwingung, und das stimmt ja in sich alles. Das Problem ist nur, du musst zu höherer Schwingung kommen, aber die kommt nach dem Kreuz. Die kommt nicht am Kreuz vorbei. Das Kreuz ist das Ende der Fahnenstange. Das Kreuz ist das Ende deiner religiösen Gefühle. Das Kreuz ist das Ende deiner religiösen Treue. Das Ende deiner Moral. Das Ende deiner Ethik. Das Ende von allem, was du irgend bieten könntest. Verstehst du? Und wir denken immer, und wenn es die letzte Bastion ist, wenn es die Demut ist, noch die übrig bleibt, dass Gott unsere Demut belohnen sollte und uns die Gottesnatur, die Auferstehungskräfte gibt. Es stimmt nicht. Es ist eine Lüge. Es gibt genau einen Weg, wie wir in die Gottessohnschaft gelangen. Ich sterbe täglich. Ich sterbe täglich. 2. Korinther 4, 7 bis 12. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei, aus Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehen, in allem, immer gut merken, in allem, das ist die Zielgerade, oder? In allem bedrängt, aber nicht erdrückt. In allem keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. In allem verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, in allem, aber nicht vernichtet. Siehst du das Kreuz? Immer Kreuz, Auferstehung, Kreuz, Auferstehung. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leibe umhertragend, damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Siehst du, das ist der Weg Gottes. Wie willst du zur Gottessohnschaft kommen? Wie willst du zu göttlichem Leben kommen? Du versuchst es mit Geistigkeit, mit Zivilisation, mit Kultur, mit Steigerung der Moral. Du kommst nicht dazu. Du kannst dich veredeln, solange du willst, als Mensch. Du kannst alle Kurse besuchen, in was du willst. Du kommst um diese Erfahrung nicht herum. Denn Paulus fasst es so zusammen, denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleische offenbar werde. Siehst du, folglich wird der Tod in uns, das Leben in euch. Es muss in deinem sterblichen Fleisch offenbar werden. Darauf läuft das Ganze hinaus. Ja? Also es braucht weder Überzeugung noch besonderes Wissen. Es braucht nicht deine Leistung, nicht dein Können. Es braucht nicht deine Sittlichkeit oder Moral. Die Leute denken immer, wenn sie besonders sittlich sind, dann wird Gott ihnen mehr Geist geben. Bis zu einem gewissen Grad magst du solche Dinge erleben. Aber wenn es um die Gottesnatur geht, sagt Gott, ich brauche gar nichts von dir, aber nicht eines. Ich brauche nur eins von dir. Das ist dein Ende. Versteht ihr das? Der Menschensohn muss ans Ende kommen, damit der Gottessohn offenbar wird. Das ist das große Geheimnis. Und ich sage dir, worin heute meine größte Glückseligkeit liegt. Wollt ihr das überhaupt wissen? Es ist ganz einfach. Gott ist Gott und er wirkt auf eine Weise, wo ich nicht eine einzige Kontrolle aus mir selber brauche. Verstehst du? Jesus hängt hier am Kreuz. Jesus verblutet dort. Er verliert jede Kontrolle über sich. Kannst du das nachvollziehen? Das ist die Weise, wenn es heißt, wir tragen den Tod Jesu an uns herum. Du hängst ja nicht so wie er am Kreuz, aber du erlebst dasselbe. Dir geht die Lebenssubstanz weg. Du verlierst die Kontrolle, du hast keine Möglichkeit, dir selber zu helfen, du verlierst den Verstand, dir bleibt nichts. Und doch etwas hat Jesus gemacht. Was war es? Er hängt da oben am Kreuz
und ruft, was ruft er? Nein, ich sage, was er zuerst ruft. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat das was mit mir zu tun, mit dir? Das ist die Erfahrung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das, was du fühlst, wenn du in die Gottessohnschaft reinkommst. Das kann 100-mal am Tag sein. Wenn du Gottes Qualitäten willst, schreit deine Seele, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und je mehr du das erlebst, desto sicherer kannst du sein. Analog dazu wirst du 7-mal mehr Leben bekommen. Du kannst nie so viel leiden, wie Gott dich mit Herrlichkeit heimsucht, nachdem du gelitten hast. Aber eines hat Jesus getan im Unterschied zu uns. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist vollbracht, versteht ihr? Das ruft er. Nachdem er gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nebenbei bemerkt, das hat er für uns so gerufen. Er ist Gott, oder? Das hat er für uns gerufen. Warum? Weil im Psalm 22 geschrieben steht, die Kreuzigung, prophezeit. Dort steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die ganze Kreuzigungsszene, alles, was er erlitten hat, diese Tiere, die dort beschrieben werden, diese Hunde und alles, was ihn umkreist und geifert und macht, die Kleider, die verteilt werden, das war ein Hinweis, dass er Gott ist. Dass klar ist, das ist nicht ein Unfall jetzt, das ist nicht die Niederlage. Seht ihr, und darin gipfelt ja das Ärgernis des Kreuzes. Die Welt ärgert sich darüber, dass dieser stramme Gottessohn, dass dieser Jesus plötzlich versagt und am Kreuz verblutet. So stellt man das dar, oder? Wie ein Unfall. Oder wie eine Niederlage. Aber es war von Anfang an seine Idee, uns zu zeigen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin die Wirklichkeit, die Realität, so wie es läuft, ich bin das Leben. So wie ich gehe ans Kreuz, so kriegst du Gottes Sohnschaft, so kriegst du göttliches Leben, so kriegst du göttliche Qualitäten ohne Ende, so kriegst du Vollkommenheiten, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Wie? Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Das tiefste Geheimnis, und das ist meine Glückseligkeit, von der ich jetzt gerade so spreche, meine heute größte Glückseligkeit ist das Erfahren, wenn ich nicht loslasse, und das Loslassen ist auch er, also das Nicht-Loslassen, wenn ich sage, in deine Hände befehle ich meinen Geist, anstatt zu jammern, Gott anzuklagen. Sobald ich in dieser Position innebleibe, und da ist Gott immer mit mir, auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin verlassen. Wenn ich sage, in deine Hände befehle ich meinen Geist, geschieht es immer, dass an dem Punkt, wo ich die totale Kontrolle verloren habe über alles, kommt aus unbewussten Tiefen, aus mir, komplett unbewussten Tiefen, von mir nicht steuerbar, nicht beeinflussbar, nicht erdenkbar, nicht irgendwie manipulierbar. Aus unbewussten Tiefen steigt das Leben Gottes hoch. Versteht ihr das? Ich brauche keine Voraussetzung, als ans Ende zu kommen, um alles nur erdenklich Mögliche einfach zu bekommen. Und wenn das kommt, bist du der glücklichste Mensch. Da bist du die Auferstehung. Da bist du das Leben. Verstehst du das? Es ist ja nur ganz kurz, es ist immer nur ganz kurz, du gehst da durch und dann plötzlich steigt es hoch. Du bist wie ein Toter, der aus dem Grab aufsteht und du merkst, jetzt bist du nicht mehr Mensch, jetzt bist du nicht mehr Mensch. Das war's. Aber die unbewussten Tiefen, wir müssen sie lieben lernen. Und ich liebe im Moment nichts mehr als das, dass ich weiß, ganz gleich, was passiert. Es kommt, ohne dass ich mir das zurechtlegen muss, es kommt, ohne dass ich das errechnen muss. Von Jesus heißt es, er ist der Zimmermann. Woher hat er all das? Er hat keine Bibelschule besucht, oder? Woher ist ihm diese Weisheit? Ja, ganz einfach. Ich sehe, was der Vater tut. Der Vater lebt in mir. Der Vater tut in mir die Werke. Es stieg aus seiner unbewussten Tiefe hoch. Er musste sich nicht anstrengen. Er musste nur sagen, Herr, tu deine Werke. Vater, tu deine Werke für uns. Ja? Das ist der Weg, wo du völlig relaxed sein kannst, wo die unlösbarsten Probleme, wo die einfach, das wird auf dem Silbertablett serviert, nachdem du ans Ende gekommen bist. Aber solange du nur einen Funken eigene Demut in die Waagschale legst, um Gott zu überzeugen, gib mir es als Tausch für meine Demut, als Tausch für meine Anstrengung, als Tausch für irgendeine Intelligenz oder nimm, was du willst, kommt nichts. Und das Schöne ist, wenn der Tod einfährt, und siehst du, das übst du ja täglich, ich sterbe täglich, das heißt ja nicht, dass du mich dann im Sarg rausträgst,
Täglich mache ich die Erfahrung und manchmal 100-mal am Tag, glaub mir's, wir sind in schwierigen Zeiten angelangt, aber das Besondere ist, dadurch bekommst du auch mehr von ihm, oder? Jedes Mal, wo du nicht wegrennst und sagst, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, kommt der Moment, wo du spürst, jetzt entgleitet es noch endgültig. Jetzt war der letzte Rest Eigenmöglichkeit am Ende und das ist dieser coole Moment. Ein cooler Moment. Weißt du warum? Du spürst, jetzt kommt der Tod, jetzt sackt etwas in dir zusammen und dann weißt du, jetzt habe ich es. Ganz simpel, jetzt kommt es aus der unbewussten Tiefe hervor. Und das ist der Moment, wo du schreist, es ist vollbracht. Immer wenn ich spüre, jetzt kommt der Tod, ich erlebe es manchmal so, dass ich einfach nur noch weinen kann. Oder es ist einfach, ich denke, das ist einfach zu viel, das kannst du mir nicht zutrauen, oder? Und dann stehe ich hier und sage, Vater, ich kann das nicht tragen, das ist undenkbar, das ist einfach, das kann niemand. Dann höre ich logisch. Und das geht. Vater, trage es für mich, oder? Und dann kracht der letzte Widerstand zusammen. Es ist vollbracht. Immer wenn ich diesen Todeshauch spüre, wo es über mich kommt, wo die endgültige Ohnmacht kommt, es ist vollbracht. Jetzt ist vollbracht. Was ist vollbracht? Ich habe es geschafft, ich bin gestorben, verstehst du? Ich konnte festbleiben, ich konnte sagen, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und weil ich da durch bin, kommt dieser erlösende Moment, wo es in die Auferstehung reinkommt, siehst du? Und was ich da gerade so beschreibe, das sind Auferstehungsübungen. Was ich beschreibe, das sind Auferstehungsübungen, die wir täglich machen, wie die Raupe, die im Kokon aufgelöst ist, die sich dort in Brei auflöst, das ist das Ende jeder Möglichkeit, das Ende jeder eigenen Gestalt oder Gestaltungsmöglichkeit, wo du einfach ins Nirvana abirrst, irgendwo abschlippst, aber du bleibst da drin und bekommst dann eben diese neue Gestalt, wo du dann drückst, bis du draußen bist. Das sind die Auferstehungsübungen von denen, die Gott dazu verwendet, dass wir gemeinschaftlich in die Auferstehung reinkommen. Versteht ihr? Und das ist gerade nochmal eine ganz große, nochmal andere Nummer. Ich suche noch diesen schönen Text, den ich dazu habe. Gut, ich werde es sonst einfach freimachen. Der Elias kann es dann da drüben aufschalten. Ich muss jetzt in die Landung gehen. Deshalb geschieht das alles, dass Gott uns jetzt da reinnimmt, dass wir, ob wir es gerade mögen oder nicht, dass das an uns vollzogen wird. Wir werden da reingenommen in diese Sterbensmomente mit der ganzen Weltlage, mit allem und er trainiert das mit uns. Er trainiert das mit uns. Und meine Bitte ist, bleiben wir in seinen Befähigungen und sagen wir, Vater, in deinen Händen befehle ich meinen Geist, das ist alles, was wir brauchen. Nur das. Und auch das nehmen wir nicht aus uns, auch das haben wir von ihm. Du legst ja deine Seele, die jetzt die Kontrolle verliert, deinen Geist, legst du in seine Hände und höre und staune, er macht das, er macht das, er macht das. Oder? Und das ist die Übung, die Gott im Kleinen, in jeder Zelle immer mehr anspielen lässt, dass diese Übung gemacht ist, ja? Freiwillig oder nicht, spielt keine Rolle, es geschieht einfach. Aber mit dem zielführenden Gedanken, es heißt von Jesus, er hat die Unsterblichkeit ans Licht gebracht. Es wird von Jesus gesagt, dass durch sein Kreuz, durch seine Auferstehung, die Unverweslichkeit ans Licht gebracht wurde. Das ist der Inbegriff unseres Evangeliums. Ja, da haben wir es. 2. Timotheus 1,10. Durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, wurde aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Sprich, das, was er dort gemacht hat, die Quanten, denk wieder an die Quanten, das ist deine und meine Geschichte. Er hat deine und meine Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Dadurch, dass er es konnte, kannst du es auch, heißt das. Alles, was er konnte, kannst du auch. Dazu hat er es gemacht, dass du weißt, was du in deinem Katalog für Möglichkeiten hast, was ich für Möglichkeiten habe, was wir für Möglichkeiten haben. Und diese Fortsetzung kann ich hier gar nicht mehr predigen, du kannst sie aber hinten nehmen. Auf dem Büchertisch habe ich Bücher darüber geschrieben, wo es um die Überwindung des Todes geht. Das ist sein, ich möchte fast sagen, Steckenpferd. Ja. Lies mal Johannes 6 wieder zu Hause.
Bei jeder Gelegenheit, wo er darüber redet, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes esst und das Blut des Sohnes trinkt, habt ihr kein Leben in euch, sagt er in diesem einen Kapitel, das führt er das Abendmahl ein, den Grundgedanken, dass wir sein Leben in uns bekommen, ja, seine Kraft zum Sterben, seine Kraft zu leben. Ja. Wenn er das dort ausspricht und ausformuliert, sagt er immer wieder, und ich werde euch auferwecken am letzten Tag. Ich dachte immer, was ist der letzte Tag? Im Griechischen kannst du es lesen, es kann auch der schlimmste, der äußerste Tag bedeuten, sprich, wenn du ans Ende kommst. Wenn wir ans Ende kommen, wenn diese Weltgeschichte jetzt weiter so an Wehen, Verdichtungen zunimmt, musst du wissen, das Ziel dahinter ist unsere Auferstehung, und zwar die leibliche, ist die Unverweslichkeit. So wie geschrieben steht, 1. Korinther 15, dieses Sterbliche, unsere Sterblichkeit muss Unverweslichkeit anziehen. Ziehst du das schon an? Ich rate dir an, jeden Morgen, wenn du vor dem Spiegel stehst, an Jesus zu denken und sagen, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Da denkst du nicht an dich, denkst an Jesus in dir. Und du sagst, je mehr Jesus in mir, desto mehr werde ich erneuert. Er sagt, ihr werdet äonisches Leben bekommen. Und wir haben immer gedacht, es ist im Himmel oben. Aber die Schrift sagt deutlich, dass es für hier und jetzt ist, dass das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Tag für Tag. Du kannst dein Leben zunehmen, und das ist das Ziel, und dazu braucht es eben alle. Das werden wir am Schluss erkennen. Die Auferstehung, die Überwindung des Todes ist unser Erbgut. Fertig mit der Reinkarnation, fertig mit diesem Rad der Wiedergeburt und immer wieder und wieder, aber nicht darüber hinauskommen, nicht über den Menschenstand hinauskommen. Jetzt kommt der Äon, wo für 1000 Jahre keine Auferstehung mehr sein wird. Steht alles übrigens in der Bibel, kannst aber viele Botschaften von mir dazu hören. Jetzt kommt der Äon, wo die Menschen für 1000 Jahre nicht mehr reinkarnieren werden. Ja? Jetzt kommt eine ernstere Periode mit dem einen und einzigen Ziel, dass wir die Wiedergeburt miteinander erleben, wo wir gemeinschaftlich als Mensch, als gefallene Menschheit in die Christus, in den Ursprung kommen und noch höher. Gott, wenn er wiederherstellt, macht er das immer höher, als es war. Oder? Er will, dass die Menschheit, dass wir gemeinschaftlich auferstehen, dass wir gemeinschaftlich den Tod unter unsere Füße legen. Und das macht die OCG jeden Tag in kleinen Übungen, wesenhaft zu Hause im Alltag, jede Form des Todes, die uns beschleicht, jede Missstimmung, jede unnötige Traurigkeit, jede unnütze Sorge, jede unnütze Lust und all diese Dinge. Man kann ja Millionen Dinge aufzählen, was wir so an Todesstaub an Todeserfahrungen machen jeden Tag. Unsere beständige Übung ist, vom Tod ständig ins Leben hereinzukommen. Und wenn das alle Zellen tun und Gott schaut jetzt zu, dass es immer mehr kommt, kommt es zu diesem gemeinsamen Rauswurf der Unterwerfung des Todes. Heute ist das Normalste bei uns, dass jede Form des Todes, wo wir früher den ganzen Tag einfach platt waren, einfach abgewalzt, oder? Unter dem Teppich, was früher unüberwindlich war, überwinden wir heute 10, 20, 100-fach an einem Tag. Ganz normal, Tod, Auferstehung. Jedes Mal sind wir ein bisschen höher. Versteht ihr das? Das ist die normalste Sache der Welt geworden, das, was früher unüberwindlich war, überwinden. Seht ihr, und das ist das Wesen des Todes. Der Tod ist auch ein Wesen, ist eine Person. Und wir müssen miteinander erstarken, wie der Schmetterling im Kokon. Und dann wird es automatisch dahin kommen, dass wir immer größere Dimensionen, Wesenhaftigkeiten des Todes in derselben Selbstverständlichkeit überwinden. Und ich sage es nochmals, meine Glückseligkeit. Ich muss nicht wissen, wie ich die da draußen, die ganze Welt bedrohen, wie ich die richte oder wie wir die richten. Er sagt, ich richte die Welt. Der Sohn richtet die Welt. Es ist der Vater, der in uns wirkt. Es ist Gott selber. Und wenn ich da gelernt habe, cool zu werden, wie er, ja? Der macht nicht ein Theater, ein Geschrei, irgendwas Schlimmes. Kinderei. Der stellt sich einfach hin und sagt, nun, was zeigst du, du wirst mir größere Werke zeigen, Vater. Das ist dein ständiges Deduktionsrecht, dein Anrecht. Was er im Großen tut, tust du im Kleinen. Cool, Vater, jetzt wird es noch cooler. Das musst du mal sagen lernen, muss ich sagen lernen. Jetzt wird es noch schlimmer. Und meine Erfahrung, ich habe es ja am Morgen schon in der ersten Phase gesagt, darum predige ich hier, darum sage ich mir nach, oder? Meinen Herrn, Jesus, oder? Je schlimmer es wird, desto mehr Kraft kommt. Es ist nicht so wie in der Welt, oder wenn du einen falschen Gott hast, ein falsches irgendwas anhängst, wo du gebastelt hast. Dort hast du immer weniger, wenn es schlimmer wird. Bei mir ist es immer umgekehrt. Je schlimmer die Dinge kommen, desto mehr katapultiert es mich hoch. Das ist mal was, oder?
Und das ist dein Erbe, das ist mein Erbe, das ist unser Erbe. Und das wird zur selbstverständlichen Übung für uns, dass wir eine immer größere Ebene, einen größeren Level, die Todesmächte einfach unter die Füße hauen. So wie wir es zu Hause im Kleinen trainieren. Das Trainingscenter ist zu Hause, in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, in deinem Büro, überall, wo du gerade bist, auf der Toilette auch. Und wenn du es dort kannst, plötzlich machst du zusammen, wir machen das als Familie, Riesenselbstverständlichkeit, egal was kommt, bang, zackst, unten, was früher unbezwingbar war, immer noch verrückteres Zeug. Und du kannst nicht mehr zusammenzählen, was alles noch kommt. Aber das Coole, das total Coole ist einfach, es kommt aus der tiefen Unbewusstheit. Ich kann mir es längst nicht, noch, konnte ich mir es noch nie errechnen. Aber das hat mich immer gestört früher. Ich dachte immer, solange ich es nicht im Griff habe, nicht verstehe, nicht errechnen, nicht beeinflussen kann, kann doch auch nichts kommen. Das war der Irrtum. Dort kommt's. Dort kommt's. Und zwar so, wie er das will. Völlig losgelöst von mir, von meinen Fähigkeiten. Ja. Gut, und jetzt das letzte Bild, das ich dir sagen möchte, und damit rufe ich jetzt eigentlich in die Verbindlichkeit, ganz definitiv. Alles, was ich heute auf dem Herzen hatte und bekam, ist, dass wir begreifen, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen, und allem voran, wir sind vernetzt miteinander. Nicht durch Bekehrung, nicht durch Wollen. Wir sind es, weil wir sind. So wie er ist, wie er ist, so sind wir vernetzt. Wir werden einander auf den Zehen stehen, wir werden einander auf der Leitung, im Schlauch stehen, wie man so schön sagt, wenn wir uns nicht in diese Nummer hineinbegeben, wenn wir das nicht lernen, das Prinzip des Kreuzes, dass die Freude aus der unbewussten Tiefe zu wissen, es steigt von selber hoch und das kommt, wenn ich nur sage, in deine Hände, oder? Und dem nicht wehre, sondern das vielmehr begehre, Herr, hilf mir schneller zu sterben. Oder? Der Punkt ist, wir sind zusammengeleibt. Und das ist mein allergrößter Kampf, das war der Kampf der ersten Apostel, dass wir begreifen, dass wir dieser Leib sind. Ich kann mit allem, was ich tue, dich hochkriegen oder runter. Und du mich, ja. Und wir brauchen einander, wir brauchen einander. Der Tod wird nur gemeinschaftlich überwunden, Teufel wird nur gemeinschaftlich überwunden, das ganze Sündenprinzip, der ganze Nihilismus, der ganze Weltenkampf wird nur gemeinsam überwunden, ja. Und ich erkenne meine persönliche Entwicklung, ich vergleiche sie mit einem Eimer jetzt zum Schluss. Siehst du, so muss unser Gefäß aussehen. Das ist mein letztes Bild, das ich dir zeigen möchte. Siehst du diese Latten dort? In Tat und Wahrheit sieht es so aus, das wäre optimal. So muss es sein, alle auf gleicher Ebene. Wir müssen, wenn wir vollkommen werden wollen, müssen alle vollkommen sein, wie der Vater vollkommen ist. Wenn es so aussieht, andere Bild, siehst du, dann nützt es mir nicht, wenn ich ganz oben eine Latte habe, dieses Bild hinkt noch ein bisschen. Ich hätte am liebsten ein Bild gehabt, wo der ganze Eimer geschlossen ist oben und nur eine Latte kurz. Sag mir, was nützen die langen Latten, was nützt ein hoher geistlicher Stand, wenn dein Mitglied tief unten liegt, wo der ganze Geist, die ganze Salbung rausgeht. Versteht ihr diese Sprache? Das ist die Realität, ihr Lieben, das ist die Realität. Mein Kampf ist es, genau wie Paulus es sagt, ich sterbe täglich und ich ringe danach, dass Christus in euch Gestalt gewinnt, dass ihr das im Glauben erfassen könnt, dass ihr in diese Nummer eingeht, dass eure Latte hochkommt, dass wir gemeinsam die Latten hochfahren, dass dieser Bottich, wenn du so im Bild sprichst, dass alle Latten gleich hoch sind, weil ich spüre, ich komme nicht ans Ziel. Das Ziel, was Gott uns gesteckt hat, nützt mir nichts, wenn ich da oben bin, solange du da unten bist. Genau da unten läuft meine persönliche Kraft raus. Da ist meine Lebensaufgabe gefährdet. Da fehlt mir was, wenn du da unten bist. Siehst du das? Und umgekehrt genauso. Lass uns darum kämpfen, einander nicht mehr zu verklagen, weil das ist die Botschaft des Kreuzes. Eher sterbe ich für dich, als dass ich dich verklage, als dass ich dich verurteile, als dass ich dich kaputt mache. Ich kann dir eins über die Rübe ziehen, aber ich habe mich selber damit geschlagen. Das einzige Problem, was ich habe. Also ich kriege dich hoch in Liebe, durch Glauben oder was immer du brauchst.
vielleicht brauchst du auch mal irgendwie eine Rute, sagt Paulus, muss ich mit der Rute kommen? Ich meine, das ist symbolisch. Ja? Vielleicht brauchst du eine scharfe Ermahnung, vielleicht brauchst du mal richtig, wirklich einen geistlichen Tritt in den Hintern, was immer es ist, aber tritt niemand, den du trösten solltest. Tröste niemand, den du treten solltest. Achte, was der Geist tut. Und ich sage, solange wir in diese Ohnmachtstellung uns führen lassen, aber das Ziel haben, die müssen alle hoch. Und wir lieben nicht nur unseren Nächsten zu Hause oder die OCG als Nächste, als uns selbst. Ich liebe die ganze Welt. Verstehst du? Alle Menschen da draußen hängen in diesem Körper mit drin. Gott hat uns gnädigerweise Perioden geschenkt, wo er das eine nimmt und vom anderen wie ein bisschen isoliert. Aber wie gesagt, diese Perioden gehen stufenweise zu Ende. Das, was wir jetzt noch von uns weisen können, wird irgendwann wieder dastehen. Und irgendwann bratet der Geist das alles, schmilzt er alles aus und wir finden zueinander. Und da müssen wir immer das Herz offen behalten für Menschen, die umkehren, die Gott in die Mange nimmt, die Gott zur Reue führt, die Gott in eine Beugung hineinführt. Und für die Übrigen musst du beten, dass es so geschieht. Ja. Aber lasst uns um die Welt so kämpfen, du bist ich und ich bin du. Und das geht nur in Verbindlichkeit. Ja. Organismus reißt sich gegenseitig runter oder kriegt sich gegenseitig hoch. Und was wir als OCG gelernt oder am Lernen sind oder auch schon ein gutes Stück gelernt haben, ist das wirklich ernst zu nehmen, als eine Wirklichkeit zu erkennen. Der Leib Christi, oder ja, der Leib Gottes, sage ich jetzt mal, ist nicht eine mystische Dimension, dass wir geistig zusammengehören, so im Sinne von, wir haben alle dieselbe Gesinnung, oder so im Fußballverein. Wir sind schicksalsvereint durch ein Leben, das miteinander verwoben ist, quantenmäßig. Lasst uns das miteinander bedenken und füreinander ringen und Gottes Weisheit, Gottes Fülle durch uns fließen lassen, dass wir jeder in seinem Umfeld, sein Mitumfeld hochkriegt und kommt bitte in die Verbindlichkeit, denn wir sind verbindlich. Ihr steht da mit drin, ihr hängt da mit drin und ich sage nur, verbindlich sind wir eh, aber werdet auch verbindlich, lebt als Verbindliche. Wir kommen nicht weiter ohne euch, wir brauchen euch und wir lieben euch als uns selbst. Amen. Amen. Also hiermit schließe ich die Verkündigung. Ich denke, das Wesentliche ist gesagt. Jetzt können wir noch kurz schauen, wollen wir nur ein Lied oder wollen wir noch eine kurze Toilettenpause? Ich möchte nachher diejenigen einsegnen und wirklich Handschlag geben und die Verbindlichkeit auch einsegnen und quantenmäßig quasi programmieren, dass ihr da hochkommt. Wer in die Verbindlichkeit bewusst eintreten will, möge nachher nach vorne kommen. Wir segnen euch einfach ein. Und ich wünsche mir, dass jeder hier drin, der nur ansatzweise mitgekommen ist und spürt, das braucht es, dass du kommst, dass wir dich, wie soll ich mal sagen, programmieren, polen, das hervorbeten, hervorrufen können, was schon in dir angelegt ist, dass du zu dem wirst, was du sein sollst und was du bist. Wir wollen nicht etwas aus dir zelebrieren, was wir basteln, wir wollen sehen, was du bist von Natur aus. Gut, aber jetzt möchte ich eine kurze Lied hören wir sicher noch und vielleicht machen wir eine ganz kurze Zurüstungspause, vielleicht nur 10 Minuten, dass wir da ein bisschen uns einstellen können auf diesen letzten Teil.